84 Leute schon wieder zu wenig. Wie viele arbeiten denn noch? Gerade mal 1350. Also wieder sind 50 Leute verschwunden, die arbeiten könnten. Ja, ich werde nachher einfach den einfachen Steinbruch immer weiter abreißen. Nach und nach. Wir brauchen nicht mehr so viele einfache Steine. Januar. Fest feiern für Ptah. Mensch, das kennt er ja gar nicht, dass er ein Fest bekommt hier. So, das war die 9. Sperre, 369, das heißt einmal noch. Und dann noch ein weiteres Mal natürlich zum Test, falls es nicht funktioniert. Währenddessen gehen die Baumaßnahmen hier unten sehr gut voran. Ich reiße jetzt hier schon mal ein bisschen was ab. So, nur noch 72 Leute fehlen. Okay, ist in Ordnung. Aber das Teil sieht ganz gut aus. Ob dieser Eingang dann auch verschwindet? Auf dem die Leute hochlaufen? Wahrscheinlich, ne? Kann ich jetzt hier eine Straße mit ranbauen? Ja, kann ich. Cool. Jo, die Pyramide ist fertig. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Jetzt wird das Achievement freischalten. Jo, Blick auf den Hinterhof. Sehr nice. Es steht perfekt. Damit haben wir unser Achievement erlangt. Wenigstens eines. Jetzt feiern wir noch ein paar Partys. Wo wollt ihr jetzt hin? Hier ist nichts mehr frei, ne? Ihr wisst schon, dass da oben nichts mehr abgeht. Achso, die sind dann nur auf der Durchreise. Na dann, tschüss. So, eine Party noch, komm. Eine Party und dann gucke ich jetzt erstmal nach Arbeitskräften. Nur noch 1300 arbeiten. Mhm. Es fehlen mal eben 500 Arbeitskräfte im Vergleich zu den 40%, die arbeiten gehen. Achso, oh, Party, 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 Party. Fest abhalten, üppiges Fest. So, das ist jetzt das 10. Fest. Wir haben es immer im Januar gemacht, sodass die dann im März stattfinden können. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert, wenn das im März stattfindet. Üppiges Fest. Es hat nicht funktioniert. Ich werde jetzt noch einmal ein weiteres Fest machen. Wenn es dann nicht funktioniert, muss ich mir das Achievement nochmal durchlesen, dann habe ich vielleicht einen Denkfehler. Denn das war jetzt Nummer 10. So. Oder hab was falsch verstanden, dass man 10-mal in einem Jahr ein Fest feiern soll. Kann ja auch sein. Dann werden wir demnächst erstmal den guten Reh feiern. Der hat das auch wieder verdient. Der treibt uns dann auch wieder die Königreichwertung nach oben. Ja, 1300 sind immer noch am Arbeiten. Aber es fehlen trotzdem mehr Arbeitskräfte. Eigenartig, oder? Einfacher Stein darf ich jetzt im Moment nicht weiter abreißen. Fire in the Disco. Endlich. Feuer in der Stadt. Das Ding ist abgefackelt. Das hat aber auch gedauert. Eingestürztes Gebäude. Hätte mir doch gleich das... Hat er mir gleich das zweite Achievement gegeben? Ja. Edifice. Errungenschaft freigeschaltet. Cool. So. 3 Achievements erlangt. Yes. Dann feiern wir gleich noch eine Party, hoffen, dass wir damit auch noch ein Achievement bekommen. Wenn nicht, dann spätestens mit dem Ausbau dieser Pyramide hier. Weil wir dann nämlich die 50 Pfade oder Wege hier auch komplett haben, bis hin nach unten zum Wasser. Ich hoffe, das waren 50 und nicht 100. Noch weiter oben will ich das Ding nicht bauen. So. Da. Fest feiern. Jetzt. Also muss man 11-mal feiern, meine Lieben. 11-mal, wohlgemerkt.
Ne, also von 76 zu 36 sind ja 11 Mal und nicht 10 Mal. Das heißt, das Achievement ist tatsächlich falsch beschrieben. 10 Jahre hintereinander zu feiern. Weil von 77 bis 86, das sind 10 Jahre. Rechnet mal nach. Jetzt kommt der Klugscheißer wieder aus mir raus. Ach nee, sehr schön. Nein, wir haben es geschafft. Ich bin zufrieden. Wir haben bisher alle Achievements, die man hier jetzt so nebenbei noch sammeln konnte, gesammelt. Und sind damit bei 16 von 47. Und wenn wir jetzt mal so durchgucken, sieht das ganz gut aus. Die sollen natürlich noch die ganzen einzelnen Szenarien abschließen und auch diese Reiche wie Visier, Mittleres Reich abgeschlossen, Altes Reich abgeschlossen, Neues Reich, Tal der Könige und so weiter und so fort. Das wird eine Weile dauern. Alle kampforientierten Kampagnenmissionen abgeschlossen, 4 von 14. Der Weg des Architekten, alle monumentorientierten Kampagnenmissionen abgeschlossen. Da sind wir ja jetzt auch gerade bei. So macht man das, alle Missionen abgeschlossen. Oase in der Wüste, 10.000 Einwohner in der Stadt haben. Wir haben gerade mal 5.558 als Höchstmaß gehabt. 10.000 sollen wir haben. The Path of Progress, bauen Sie 100.000 Straßen. Da sind wir relativ gut dabei, 7.800 haben wir schon gebaut. Verdienen Sie 1.000.000 Deben mit Ihren Goldminen, haben wir im Moment keine. Sie haben 10 Mastabas gebaut, also im Prinzip fehlt bloß nur eine, dann sind wir damit durch. Jeder der 5 Götter war mindestens einmal zornig auf Sie. Ah, okay, das sollten wir noch irgendwie provozieren. Bauen Sie jedes Monument im Spiel mindestens einmal. Gut, da bin ich auch bei. Oh Gott, da kommen noch 25 weitere Monumente. Führen Sie eine Stadt 1000 Jahre lang, ohne jemals unter 10.000 Einwohner zu fallen. Das ist bisher noch nicht passiert. Versorgen Sie 10.000 Menschen ein Jahr lang mit nur einer Zisterne. 1000 Jahre lang? Das heißt, das muss man im Einzelspieler machen, sonst schafft man das gar nicht. Kampagne, ja, es wäre ja langweilig auf Dauer. Besitzen Sie in Ihrer Stadt mindestens ein Haus von jeder der 20 Häuserstufen gleichzeitig. Erreichen Sie Palastanlagen, also diese Wohnanlagen, mit Basaren, die jeweils nur eine Ressource vertreiben. Erreichen Sie Palastanlagen, ohne jemals eine einzige Straßensperre in der Stadt zu errichten. Das ist nicht Caesar 3, denn da gab es keine Straßensperren. Versorgen Sie jeden Einwohner Ihrer Stadt mit 4 verschiedenen Arten von Lebensmitteln. Bevölkerung über 5000. Einer Ihrer Bürger ist 100 Jahre alt geworden und gestorben. Ihre Arbeitslosenquote lag bei einer Bevölkerung von 5000 Einwohnern bei über 50%. Liefern Sie 4 verschiedene Arten von Lebensmitteln an eine einfache Hütte. Overkill, das heißt im Prinzip hat der Markt schon alles vorhanden und ich baue ein neues Haus und der liefert das alles auf einmal. Reitet zur Vernichtung und zum Ende der Welt beginnen Sie eine Schlacht mit 6 vollständigen Wagenlenkern und vernichten Sie Ihre Feinde, was wir noch nicht haben. Zahlen Sie sich 10 Jahre lang hintereinander, mehr als Ihr Rang es zulässt. Das könnten wir auch noch machen. Das Internet ist für Katzen. Besitzen Sie in Ihrer Stadt 100 Schreine, 30 besetzte Tempel und so weiter. Besetzen Sie einen Fußweg zu Ihrer Besitzen Sie einen Fußweg zu einem Pyramidenkomplex, der mindestens 50 Felder lang ist. Das ist er bei uns. Lassen Sie Seezorn Ihre Seestreitkräfte zerstören, wenn Sie keine Seestreitkräfte besitzen. Glückliche Katastrophe. Das könnten wir auch noch mal irgendwann schaffen. Irgendwann. Ich bin erstmal froh, dass wir jetzt das ein oder andere Achievement erreicht haben und dass ich danach nicht mehr jagen muss. Das werden wir in den nächsten und kommenden Missionen gar nicht mehr machen. Und dann ist gut. Ja! So, wenn das hier auch noch zu einem Achievement führt, na dann, Post-Mahlzeit. Haben wir eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte in dieser Mission? Und sie zusätzlich noch geschafft, juhu. Geiler Scheiß, hätte ich beinahe gesagt. Geilomat. Okay. Genügend einfachen Stein, genügend Kalkstein haben wir noch. Wobei Kalkstein jetzt mehr benötigt wird, dadurch, dass die Pyramide hier immer höher wird. Und die müssen es im Prinzip nur noch fertig bauen. Kommen von oben auch noch welche? Jo. Stellen sich alle gleich oben mit hin, auch wenn wir sie nicht mehr sehen, aber das ist nicht schlimm. Jojo. Wie geht's eigentlich Reh? Na, ist immer noch angetan. Dem geht's gut. Der guckt wohlwollend auf uns hinab. Wie sieht's aus mit den Wertungen? 62 in der Königreichwertung ist noch völlig in Ordnung. Die Monumentwertung ist das Einzige, was wir noch hochbringen müssen. Und das schaffen wir natürlich mit der Pyramide. Die ist jetzt bei über 50% von dem, was wir brauchen. Jo, wir brauchen circa 60. Über 30 haben wir, alles gut. So, die Steine werden perfekt hingebracht. Ich sehe hier keine Schwierigkeiten mehr. Stufe für Stufe wird jetzt ganz schnell fertig gemacht und dann müssen wir nur noch das Ding hier runterkloppen, so wie hier drüben.
Auch hier einmal und dann sind wir zufrieden. So, nur noch 1200 Leute arbeiten. Es werden immer weniger, die arbeiten gehen. Also im Prinzip fast gar keiner mehr. Kann aber keine Edelsteinminen abreißen. Das geht nicht. Wir brauchen immer weniger einfachen Stein. Wir brauchen jetzt mehr Kalkstein als alles andere. Deswegen reiße ich jetzt die einfachen Steingruben ab. So, Dankeschön. Und was sagen die Arbeitskräfte? Oh, wir haben wieder 1229 und 73 Arbeitskräfte fehlen uns nur, weil der Zensus sich geändert hat und wieder ein paar Leute arbeiten konnten. Das ist sehr schön. Wir haben sehr wenige Kinder, viele sterben wahrscheinlich davon. Und hey, die 100 hat unsere Bevölkerung auch fast erreicht in der Jahreszahl. Das würde mich zumindest freuen. Wir könnten denen auch Zahnärzte und sowas hinbauen. Wir haben zwar keine Arbeitskräfte mehr, aber warum nicht? Wir liefern auch noch Schmuck. So. Zahnärzte haben wir, Apotheke gibt es auch noch mit dazu. Damit sie noch älter werden. Unser guter Methusalem überlebt und stirbt. Kriegen wir noch ein Achievement. Ach ja. Vor allem, wenn wir jetzt diese ganzen einfachen Steinbrüche abreißen, werden wir auch nicht mehr so viele Löhne zahlen müssen. Das heißt, wir werden dann auch günstiger leben. Das machen wir aber erst, wenn hier wirklich kein einfacher Stein mehr benötigt wird. Und dann haben wir nämlich auch noch genügend Platz für noch weniger Arbeiter. Am Ende arbeitet gar keiner mehr. Mhm. Dann sind sogar schon welche 92 geworden, meine Lieben. Eins ist sicher, mit besserer medizinischer Versorgung werden die Leute älter und dementsprechend müssen wir auch dafür sorgen, dass sie dann länger versorgt werden. Wir importieren doch sowieso einfach einen Stein. Warum mache ich mir da so einen Stress? So. Und dann kann hier nämlich auch alles weg. Dankeschön. Hier genauso. So. Und schon haben wir nur noch 50 Arbeiter zu wenig. Das heißt, dass alles andere hier super läuft. Und der einfache Stein, wenn er importiert wird, reicht, denke ich mal, aus, um jetzt den letzten Rest noch zu machen. Wir haben jetzt nur noch 4 einfachen Steine, die hingebracht werden. Der Rest wird mit Kalkstein gemacht. Dann sind wir durch. Wir brauchen also keinen einfachen Stein mehr. Das heißt, diese Arbeitsquote macht uns überhaupt nichts aus. Genau, steigt mal rauf auf die Pyramide. Theoretisch müssten wir nur 100, so ungefähr 110 Jahre spielen, dann würde sich bestimmt irgendjemand dort zeigen, der 100 wird und stirbt. Oder? Älter als 100 werden sie wahrscheinlich sowieso nicht. Dass die überhaupt so alt werden können, ist schon echt erstaunlich in dem alten Ägypten. Aber gut, wir haben Zahnärzte gebaut, die können schon mal nicht an irgendwelchen Zahnerkrankungen sterben, das ist schon okay. Und es werden immer weniger Leute. Oh je. Nur noch 1000 Leute arbeiten, das sind gerade mal 25%. Das ist traurig, statt 40. Unglaublich. 1000 von fast 2000 Leuten, die arbeiten können. Deswegen, damit umzugehen, das ist die Königsdisziplin, meine Lieben. Auf 40% stellen kann jeder. Globale Arbeitskräfte. Das ist Pillepalle. Das, was wir machen, ist Hardcore-Modus hier. Auch wenn wir natürlich auf normal gestellt haben und nicht auf schwer, aber trotzdem.
Glücklicherweise gibt es kein Achievement dafür, dass man jede einzelne Mission dann auch noch auf Ultra schwer spielt oder sowas. Oh, das mag ich nicht. Ich möchte selber entscheiden können, wie ich spiele und nicht gezwungen sein, weil ich Achievements kriegen muss. Und das war doch mal witzig auszuprobieren hier mit den Häuschen. Das hat Spaß gemacht, Feste zu feiern, das liebe lange Jahr lang. 10 Jahre, 11 Jahre wohlgemerkt. Hätte ich mal noch ein Jahr weiter gefeiert, dann wäre alles gut gewesen. Aber das habe ich nicht. So, sind da schon die letzten 4 Steine oder kommen noch welche? Ich glaube, es kommen noch welche. Und natürlich nur noch Kalkstein. Normale Steine werden jetzt nicht mehr großartig importiert, weil wir soweit durch sind. Müssen bloß noch die Jahre laufen lassen. Die Leute werden, wie gesagt, immer älter, sind jetzt schon 94. Arbeitskräfte haben wir immer weniger. Ganz ehrlich, die letzten Jahre kann ich auch durchlaufen lassen und dann haben wir das Achievement auch im nächsten Jahr. Das heißt, wenn wir dieses Spiel abgeschlossen haben, diese Mission abgeschlossen haben, können wir auf Weiterspielen gehen und dann würden wir im Prinzip ganz normal weiterspielen können. Die Frage ist, ob wir dann jemals aus dieser Mission hier wieder rauskommen oder ob die Kampagne dann wirklich weitergeht. Ich speichere mal, sicherheitshalber. Und, ach nee, das kann ich machen, kurz bevor wir gewonnen haben, sonst dauert mir das hier zu lange. So, jetzt wird alles abgebaut, jetzt geht's los. Der letzte Rest dieser wunderbaren Pyramide, dieses Pyramidenkomplexes, wird endlich fertig gemacht. Wir haben schon wieder 80 Leute zu wenig. Immer mehr werden über 90. Ja, das sind die jeweiligen Altersstufen. Könnt ruhig schneller abbauen. Ihr könnt auch mit 20 Leuten auf einmal hier rein. Das ist überhaupt kein Problem, aber das macht ihr nicht, ne? Immer nur 2 Leute. Bloß dann brauche ich euch hier oben nicht. Ihr braucht immer zu lange, um hinzulaufen. So, damit haben wir auch nochmal Arbeitskräfte eingespart. Okay, wir haben die ersten 95-Jährigen. Noch 5 weitere Jahre und dann haben wir die ersten 100-Jährigen. Und bis dahin haben wir niemanden mehr, der in dieser Stadt überhaupt arbeitet. Wir haben garantiert schon 200 Stellen eingespart. Also Betriebe für insgesamt 200 Personen abgerissen. Weil wir gar nicht wissen, wie wir da irgendwie an Arbeitskräfte kommen sollen. Und trotzdem immer noch 67 zu wenig. Aber solange das Ding fertig wird, soll es mir recht sein. Mir ist das sowas von egal. Sehr schön, das kriegen sie gut abgekloppt. Reihe für Reihe geht runter. Edelsteine liefern wir trotzdem noch, weil wir es können. Auch wenn es irgendwie nicht so viel zu geben scheint. Ne? Königreichwertung gerade mal bei 62 ist echt lächerlich. Ich feiere jetzt mal ein Fest für Reh. Der wird sich freuen. Hoffentlich wird der unsere Königreichwertung noch ein bisschen abpushen. Zur Not können wir den Pharao auch ein bisschen bestechen. Guck mal, die haben eine kleine Pyramide erst ausgegraben und den Rand komplett gemacht. So, Königreichwertung verbessert. 71, das sieht schon besser aus. Das ist ja cool. Denn sonst lassen sie ja immer die Ecken und Kanten. Machen das gar nicht so, dass das weg ist. Oder? Verwechsel ich das jetzt? Nö, die machen jetzt schon weiter, ne? Bis nach unten. Ja, genau.
lassen das so abgefressen stehen. Aber dass die Kante so komplett rund ist, das ist vielleicht, weil sie erst die kleine Pyramide gemacht haben. Dann machen sie die mittlere und dann die große jetzt. Was wollte ich jetzt? Ach ja, das Alter. Oh, 96. Glückwunsch zum Geburtstag. Mit 100 verstirbst du definitiv. Danach haben wir niemanden mehr, der 100 werden kann. Ist auch nur eine Person wahrscheinlich, die immer älter wird hier. Mit so einer guten medizinischen Versorgung ist das auch kein Wunder. Wir sind halt die Besten. Ach nee, es tut mir leid, dass ich euch jetzt auch so lange in dieser Mission habe verweilen lassen. Das wird natürlich nicht immer der Fall sein. Das ist jetzt nur, weil wir etwas Besonderes haben. Eine besondere Situation, in der wir ganz viele Achievements gejagt haben und ihr habt gesehen, wie man es kann und wie man es vielleicht nicht machen sollte, sondern eher mit Zufall auf sich zukommen lassen sollte. Aber das ist egal. Wir sind trotzdem glücklich, wir haben trotzdem sehr viel geschafft. Guck, jetzt haben sie nämlich die mittlere Pyramide fertig. Und die große Pyramide und dann der Pyramidenkomplex. Siehst du? Schöner glatter Rand wieder. Das sieht auch so aus, als wenn man die jeweiligen Etagen sieht, ne? Wir kriegen mehr Geld dank Re. Sind jetzt bei 52.000. Das ist auch super. Ihr seid beide wohlwollend und glücklich. Das neue Jahr hat begonnen. Er ist 97 geworden. Sehr schön. Noch 3 Jahre. Muss er durchhalten. Und wir auch. Wer weiß, vielleicht dauert das mit der Pyramide ja auch noch 3 Jahre. Zumindest wenn ich die Mauer abreißen würde, dann würde es sich noch ein bisschen nach hinten verzögern. Arbeitskräfte. Oh, steigen wieder leicht. Das ist interessant. Wahrscheinlich, weil die ganzen Kinder, die jetzt gerade geboren wurden, so langsam nachkommen. Unser Ruf im Königreich ist wieder erheblich besser als zuvor. Ja, 89, super. Wir hatten auch lange keine Unterstützung von Re, der die Königreichwertung nach oben hätte pushen können. Deswegen bin ich froh, dass das hier geklappt hat. Wunderschön. Schade, dass man die Zeit nicht noch schneller vorspulen kann. Das wäre natürlich jetzt optimal. Denn dann könnten wir den 100-Jährigen auch gleich in der Stadt willkommen heißen. Außer er stirbt zwischendurch. Dann müssen wir wieder noch ein paar Jahre warten, bis die nächsten 100 werden. Aber die sind alle dicht bei. Doch hervorragend aus. Als wenn sie im Schatten verschwinden. Ach, guck mal. Jetzt haben sie die große Pyramide. Dann kommt die gewaltige Pyramide. Mhm. Oh, 98. Glückwunsch. Noch 2 Jahre. Dann musst du noch versterben. Heißt noch 3 Jahre. Wisst ihr was? Das mache ich auch noch mit euch. Und wenn ich es reinschneiden muss, das ist völlig egal. Ich reiße jetzt gleich die Mauer ab. Und dann gucken wir später, dass wir das fertig kriegen. Den Zimmermann brauchen wir sowieso nicht mehr. Den Rest machen ja alles die Maurer. Man sieht sie hier vorne, obwohl sie hinten sitzen. Sehr interessant.
August, September. Man denkt immer, die sitzen oben, dass die hier hochlaufen. Aber die laufen hinten rum und machen hier die Steine weg. Wildfleisch wird geliefert. So, eine Maurergilde arbeitet noch. Wir haben immer noch 68 Leute zu wenig. Das ist aber nicht schlimm. Wie sieht's aus mit dem Alter? Es fehlt noch ein bisschen was. Jetzt haben wir das nächste Jahr. Und die Person ist 98 geworden. Jetzt erst 98, verdammt. Ja, ich muss euch abreißen, das geht nicht anders. Ich will das noch schaffen. Wir sind so lange dabei. Ich meine, es gibt garantiert auch andere Missionen, in denen wir noch länger da sitzen werden, aber dann haben wir das hinter uns. Ich quäle euch jetzt mit dieser Folge hier, beziehungsweise mit dieser Mission, weil wir diese ganzen Achievements erst erreichen wollen. Die ganzen Arbeiterlager brauche ich auch nicht mehr, ne? Brauchen auch sehr viele Leute. Gut, die letzte Reihe wird gleich abgebaut, das heißt die letzten Krümel, die hier rumstehen. Und mein Magen knurrt, ich habe heute noch nichts gegessen. Und ich bin schon ein paar Missionen dabei, ein paar Stunden. Sieht immer schön aus. Auch wenn ich nicht verstehe, dass das Teil so überlappt, das ist natürlich sehr schade, so grafisch gesehen. So, ich muss euch leider abreißen. Wir warten jetzt noch bis zu ein, zwei Jahre. Denn da ist jemand schon mal 99 geworden. In seinem 100. Lebensjahr ist er jetzt. Das heißt, eigentlich müssten wir nur noch ein Jahr warten, ne? Denn dann ist er 100 und dann ist er ja weg, denke ich. Hoffe ich. Das stellen wir gleich fest, meine Lieben. Das stellen wir gleich fest. Hier stirbt auch keiner mehr. Hier wird auch kein Krieg mehr geführt. Jetzt ist Schluss. Das ist die letzte Aufnahme für mich heute. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass wir so viel zu tun haben. So viele Leute. So viele Stunden noch beisitzen an dieser Mission. Ich habe gedacht, auch noch eine kleine Mission hinterher. Das wird die letzte Aufnahme für heute. Dann geht's mir gut. Ja, circa 2,5 Stunden später bin ich immer noch bei. Na gut, es ist ja nur noch dieses Jahr. Komm. Der alte Mann und das Meer. Wenn wir Glück haben, sehen wir gleich hier, dass mit dem neuen Jahr das Achievement kommt. Wenn wir Glück haben. In 2 Monaten sind sie da. Ernsthaft? 1 Monat noch? Ja, im Januar können sie gerne kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich mein Achievement. Und... ja, Methusalem, Errungenschaft freigeschaltet. Er scheint gestorben zu sein, also jeder, der 100 wird, stirbt automatisch. Zum Kampf, weiter, weiter. Und jetzt bauen wir unsere Maurergilden wieder hin, damit wir den letzten Rest auch noch fertig kriegen. Steinmetzgilden, meine ich.
Arbeitskräfte haben wir schon wieder 184 zu wenig. Boah, 958 arbeiten nur noch von 5000 fast. Das ist unglaublich. Und da haben wir gesehen, zack, ist einer gestorben und hier kommen ganz viele Kinder gerade nach. Immer mehr pro Jahr. So, das war's, meine Lieben. Das war die Mission. Wir haben es geschafft. Bam, Pyramide ist fertig. Ein langer Dorn im Nil. Errungenschaft freigeschaltet. Außerdem, dass wir 50 Wege bzw. Felder einen Weg zum Nil geschafft haben. Ganz Ägypten verneigt sich vor ihrer Leistung. Sie haben die riesige Pyramide des Cheops errichtet und mit reichen Grabbeigaben ausgestattet. Darüber hinaus haben sich Chefrin große Ehre erwiesen, indem sie seine letzte Ruhestadt und die beeindruckende Sphinx erbaut haben. Dauer der Mission 637 Monate. Schwierigkeitsgrad normal. Wir haben 25 in der Kulturwertung erreicht, 55 in der Wohlstandswertung, in der Königreichwertung 97 und 4560 in der Bevölkerung. Sehr schön. Wir könnten weiter regieren und weiter spielen, aber wir haben die Achievements geschafft, deswegen ab in die nächste Mission. Und da haben wir hier die Auswahl zwischen Jeddu und Oase Baharia. Oder Baharia. Oase Baharia, die westliche Wüste. 3000 in der Bevölkerung brauchen wir. Außerdem sollen wir einen Sonnentempel bauen. Das ist das erste Mal, dass wir den bauen dürfen. Sehr schön. Eine Kulturwertung von 15 haben, eine Wohlstandswertung von 25, 17 in der Monumentwertung und eine Königreichwertung von 40. Sieht eher kriegerisch aus, denn ansonsten müssten wir nicht Kultur von 15 schaffen und Wohlstand von 25. Und da haben wir Jeddu oder Jeddu. Der Sonnentempel, auch hier sollen wir einen Sonnentempel bauen, aber 4500 in der Bevölkerung brauchen, beziehungsweise haben eine Kulturwertung von 45, haben eine Wohlstandswertung von 40, eine Königreichwertung von 50 und eine Monumentwertung von 17. Das scheint die friedliche Mission zu sein, die wir als erstes machen sollen. Das ist von euch der Auftrag, den ich ausführen werde. Und wir sehen uns nächstes Mal in Jeddu wieder, bevor wir dann Oase Baharia danach machen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Bis gleich bei Pharao in New Era und wuhu, ich habe jetzt erstmal Pause. Ach kommt schon Leute, mit einem Abo kann El Presidente noch viel mehr feiern.